Wirklich, manchen, hey, Führerschein weg. Such's noch mal bitte. Los! Und tschüss! Finis! Finis! Hä? Wo ist denn der andere? Ach Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur den einen Ballon da gesehen. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Wäre ich nur zur Polizei was, dann hätte ich... Ja! Ups! Hier ist es, glaube ich, egal. Wir gucken. Ups. Achso, hier oben wird es halt abkürzen. Ist aber egal. Ja? Hallo, Pilz. Nicht übertreiben. Ich übernehme das. Und Pilz. Der Sieg ist nah. Alter! Red, was war das denn? Was hat denn der für einen Wirbel gemacht? Das war ja gerade geil. Ist? Red, es wird mir jetzt hier gerade ein bisschen zu aufdringlich. Komm nicht hoch. Dann übernimm. Überlass es mir. Töricht. Nimm das. Los. Jeder gegen Treffer. Es ist vorbei. Bereit. Überlass das mir. Sieh genau her. Nieder. Es geht los. Auf Wiedersehen. War okay. War, ja. War okay. Sagt er. Bitte nicht. Ich will ja nicht immer gleich den direkten Weg gehen. Ich dachte, vielleicht... Hi! Das war's! Stirb! Bergigelflo! Ach, wie süß der Name ist! Es ist geschafft! Wie süß! Bergigelflo! Ach Gott! Denn hier eigentlich? Kiste. Ah ja. Hä, hat es hier gerade geklopft? Dann gerade, als ob hier jemand geklopft hätte. Wieder.
gut, dann gehen wir wohl mal runter. Darüber irgendwo, ne? Halleluja. So. Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn hin? Sieht aus wie ein Aufzug. Hier? Oh, die Landschaft ist so schön. Ich mag dieses steinige, felsige hier. Nice. Kurz und schmerzlos. Attacke. Was? Bringen wir es hinter uns. Übernimm du. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Keinen Entzweig. Auch nicht. Müssen wir denn... Geht's hier rein? Nee. Staub. Ja. Ich glaube, hier sind wir richtig. Das war's. Alles geben. Ach Gott, diese... Oh mein Gott. Das sollen Barrett und Yuffie sein. Oh Gott. So nach oben wohl. Ah, okay. Ja. Sache. Wie lustig, diese Zeichnungen. Okay, das ist schon witzig. Aeris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht, als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Ja, das war's! Keinen kommen! Asche zu Asche. Bis hier und nicht weiter. Hab dich. War das schon alles? Huch! Oh Gott, Barrett! Entweder schwitzt er oder er weint, eins von beiden. Finis! Stirb! Finis! Angriff! Das war's! Bring es hinter uns! Es ist aus! Weiter geht's!
Nichts überstürzt. Ich leg los. Hoppla. Ah! Es geht wieder. Genau her. Ah! Ja. Herr Gif. Es ist gleich vorbei. Los. Oh Mann, die tun immer mein Kommando unterbrechen. Blöder Vogel. Fange uns mit deiner heilenden Kraft. Bis hier und nicht weiter. Ich dachte, es ist geschafft. Das ist ja richtig mies gerade gewesen. Die ganze Zeit meinen Angriff hier einfach so zu unterbrechen. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Hallo. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, mal zu... Oh, zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Übernimm du. Ich war unvorsichtig. Angriff. Erbärmlich. Roland. Hier. Nicht lange Sache, du. Komm. Wird nicht lange dauern. Erwischt. Planet, gib mir Kraft! Und los! Levelt nicht. Was war das denn gerade? Genug? Los! Ja, komm! Geht klar! Klar! Verdammt! Ja. Oh! Du musst durchhalten! Das wirst du! Oh. Der Feind ist geschwächt! Es ist vollbracht! Okay, sehr gut. Die sind eine Stufe aufgestiegen. Schön, freut mich. Ich würde auch mal gerne durch die Gegend laufen und einfach so einen Rubin finden. Oder so einen Amethysten oder so. Und tschüss! Zwecklos. Los! Es ist Taurai. Das war's dann. Der gehört Shinra. Ob der Yuffie und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Echt gerne mal ein paar neue Waffen und so für die, aber irgendwie haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, ne? Händler hat auch gerade nichts Tolles, so wie ich sag. Oh.
erstmal ausruhen. War ein langer Weg bis da hoch. Wenn die aber hier oben, wenn die hier hoch schon gelaufen sind, warum haben die die Monster nicht besiegt? Oh oh. Da sind sie doch. Kommt, raus mit euch. Die Turks. Hallo, schön euch zu sehen. Seid ihr uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal Indy gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brute und mich? Klar? Wir haben gerne noch länger geblieben. Aber wir haben viel zu tun. Deshalb müsst ihr euch heute mit dem da begnügen. Schön, euch gekannt zu haben. Passt auf. Und tschüss. Nichts überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Warte. Was geht los? Los! Bin halt einfach, also Aerith. So. Lasst euch vom Wind tragen. Ich mach das. Das ist die Chance. Ich sehe halt, ist. Das war's. Los. Genau so. Vielleicht können wir auch gleich einen Synchro. Ja. Wow.
ist er denn jetzt? Wir müssen Cloud gleich mal heilen. Nee, Gegenstand. Du bist dran, jetzt ist recht. Ja! Jetzt gebe ich alles. Oh, wir können beschwören. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Schön, dass du da bist. Mondheuler? Dünnwart? Wird nicht lange dauern. Gib alle! Jetzt kracht's! Oh, Shiva! Das war's! Boah, wir haben ihn, oder? Geil. Das war's. Wie geschmiert. Mhm. Die Turks sind also wieder im Dienst. Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung. Die anderen warten auf uns. Nun gut. Kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus zu verzeichnen. Nach der Analyse der uns vorliegenden Daten schlussfolgern wir, dass diese Störung auf die Existenz einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist. Oh, das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Ah, allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus-Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus-Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidecker, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Wenn Sie erlauben. Was ist? Es gibt da eine Frage, die mir Ihr Vater nie beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7,
für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar. Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Das war die erste Liebe von Aerith, der Typ. Und bei Soldat Clouds Kumpel, ich nenne es mal so. Weiß nur nicht, wie er gerade heißt. Elmira? Ich glaube, es war der Kumpel. Oder Bruder, ich fand die sahen... Ach, Zack, genau. Ja. Ich fand die so ähnlich. Wenn sie so ähnlich... Wo ist Aerith? Oben. Ich nehme sie mit nach Hause. Shinra beobachtet ihr Haus. Ich habe Gardisten gesehen. Inzwischen nicht mehr. Die haben jetzt wichtigere Probleme. Aber... Bei dir kann ich sie ja wohl kaum lassen. Doch, natürlich können sie das. Um Cloud habe ich mir... Das kann ich nicht. Du musst sie dir doch nur mal anschauen. Wie schmutzig sie ist. Siehst du das denn gar nicht? Tut mir leid. Dein Brief hat mir wirklich Sorgen bereitet. Und jetzt, wo ich sie hier so sehe... Ich habe einen Rollstuhl dabei. Aerith schiebe ich. Und du trägst dann Cloud. Schaffst du das? Klar, kein Problem. Das ist von Aerith. Ja, ich weiß. Aerith? Was hat sie? Aerith? Aerith! Hey, Elmira. Was ist? Was passiert hier eigentlich?
Die Welt geht unter. Jedenfalls sagen das alle. Aris? In welcher Richtung liegt Midgar? Grob gesagt, östlich von hier. Da drüben. Wie es wohl meiner Mutter geht? Als ich dort war, ging's ihr gut. Aber sie war besorgt. Ich bin eine furchtbare Tochter. Nein. Sie wird es verstehen, wenn du es ihr erklärst. Leichter gesagt als getan. Hier noch was? Wartet mal. Ich glaube, der Cloud kann sich nicht daran erinnern, Aerith getroffen zu haben. Also schon vorher. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das dazu kam, was wir gerade gesehen haben. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er geht davon aus, dass er sie das erste Mal da auf der einen Straße da getroffen hat, wo sie ihm die Blume gegeben hat. Hier drüben! Denn? Ja. Da sind wir! Alles in Ordnung? Klar! Sind nur ordentlich durchgeschwitzt. Alles ausgekundschaftet? Nix gefunden. Und Materia leider auch nicht. Wir haben sie uns auch geschnappt, bevor sie es zum Reaktor geschafft hat. Und jetzt müssen wir aber schleunigst dahin. Die Kapuzenhainis sind bestimmt schon dort. Los! Das ist leider viel verzwickter. Wahrscheinlich. Und Hallöchen, Valentin. Willkommen. Wie gesagt, das ist auch nur eine Vermutung. Das ist der Korrids Makroreaktor. Hey, diese Typen in den Umhängen, wer sind die? Opfer von Shinra. Servus, ihr kleinen süßen Kokos-Maracuja-Käse-Törtchen. Das haben sie wohl mit Wutai gemeinsam. Ja, hallo, Hallöchen, wie geht's dir? Wieso das? Shinras Armee ist nicht nur in Wutai eingefallen und hat unsere Städte dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben uns auch noch dieses Scheinabkommen aufgezwungen. Wutai wollte den Waffenstillstand doch auch. Die alten Säcke an der Spitze wollten ihn. Und haben es wie sonst auch einfach entschieden. Bisher sind ihnen immer alle brav gefolgt. Aber dieses Mal hatten wir genug. Die Hoffnung des Volkes von Wutai ruhte auf Oberst Lodbrok und seinen Leuten. 3 ehemalige Soldaten auf Rachefeldzug. Sagt mir nichts. Lodbrok hat uns von den alten Fesseln der Tradition befreit und Wutai neuen Mut gegeben. Als dann einer seiner Vertrauten, ein Mann namens Saruf, sich uns anschloss, kam es zur Revolution.
Und wir schufen eine Übergangsregierung. Revolution? Na, Hut ab! Wieso nur eine Übergangsregierung? Die richtige Regierung, die wird bestimmt, sobald Shinra besiegt ist. Und zwar vom Volk in fairen Wahlen, klar? Will heißen, wir sind dabei, das Wort Übergang endlich loszuwerden. Nicht schlecht, oder? Was ist denn? Kommt schon! Gut, soweit uns selbst. Auch gut, auch gut. Man kann nicht klagen. Ja. Boah, das sieht aus, ne? Hey, seht euch das an! Boah, das ist sehr hoch, Yuffie. Aber es sieht sehr schön aus. Guck mal, ist das etwa alles, Marco? Ja. Ja. Also, gibt es hier irgendwo eine gigantische Materia? Juhu! Ich hoffe, ich kann die auch alleine tragen. Hä? Was denn jetzt? Was war das denn? Eine Arma. Sie ist ein Wächter. Es heißt, dass sie auftauchen, wenn dem Planeten Gefahr droht. Hojo hat es auf sie abgesehen. Sag mal, habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade eine riesige Materie an ihrem Körper. Ob es einen Weg gibt, sie irgendwie einzufangen? Einen Wächter des Planeten fangen? Hä? Willst du so eine riesige Materie etwa nicht haben? Gut, sie gehört sowieso mir ganz allein. Na dann mal viel Spaß damit. Wir gehen inzwischen weiter. Hey, sei nicht so fies! Warte nur auf mich, kleine Arma. Ich komme ganz bestimmt wieder. Dass sich eine Arma zeigt, beweist, dass Shinra den Planeten über alle Maßen zugesetzt hat. Sprich, Avalanche hat den Nagel von Anfang an auf den Kopf getroffen. Nicht? Stimmt doch. Ja. Aber Shinra ist nicht der einzige Grund. Sephiroth. Richtig? Kommt. Der Planet braucht uns. Aber sie war schön. Ich möchte aber nicht gegen sie kämpfen, wenn sie den Planeten beschützt. War dein Wochenende, Valentin?
Ah, okay, ich kann die. Ich dachte, ich kann die Fässer auch hier machen. Was ist das denn? Ach, der Pilz! Na dann. So wie jeden Tag. Aufstehen, Kaffee trinken, essen, Haushalt und dann noch zocken. Und deines? Wie war dein Spontanurlaub? Der war gut. Wohlsam. Hier gegammelt. War gut. So. Dein Schwanz. Ich dachte gerade, was brennt denn da? So sollte ein Notlob sein. Ja, das stimmt. Was ist denn das da? Eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Und wie bitte? Was denn? Hast du vielleicht eine Idee? Die Brücke lässt sich von dem Kontrollraum aus bedienen. Und wie kommen wir dahin? Durch die Mine. Ist aber seit Jahren unbenutzt. Keine Ahnung, wie es drinnen aussieht. Hm? Hey, wir beeilen uns ja schon! Jetzt wartet doch! Hey! Cloud! Hier lang!